glaubst, du kannst das Große. So. Okay, ich denke mal, nach dem nächsten Mal ist er hinüber. Ach nee. Na. Och, du Scheiße. Jurid. Das ist doch wieder irgendeine Verarsche. Habe ich mir gedacht. Ihr sollt eure Familie nie wiedersehen. Mal sehen. Zack. Was für ein Volltreffer. Ah. Ich habe das Gefühl, er ist leicht in Rage. Okay, das war der Turm. Du sagtest, wir wären verflucht. Du hast mich verraten. Das war Saurons Werk. Das war allein dein Werk! Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Ich verlasse dich gern. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Was bleibt, ist die schwarze Hand. Nicht mehr lange. Vater, Sie sagen, du bist ein Verbrecher. Der weiße Baum. Das Symbol Gondors steht im dritten Leben der Haie. Neu gepflanzt mit Setzlingen. Das sind Wiedergeburten. Herrscher von Mordor, Erfolg, Auftrag abgeschlossen. 1000 XP. Norn steht in Flammen. Wir müssen zurück zu Königin Marwyn. Die schwarze Hand war dort. Ich kann es spüren. Ui. So. Dann gucken wir mal. Waffenrunen. Haben wir da was Tolles? Ach, egal. Das passt eigentlich alles. So, da wäre noch ein Auftrag jetzt. Hier ist noch ein bisschen Blabla. Aber das ist für uns erstmal uninteressant, denn wir machen jetzt hier den Sack zu. Den Sack machen wir jetzt zu. So. So. Mordor in Flammen. Du bist nach Norn zurückgekehrt, um festzustellen, dass die schwarze Hand bereits vor dir da war.
du schon immer mehr. Wo verstecken sie es? Wo? Verschwinde. Der Schatz gehört uns. Uns! Sauron weiß, dass wir hier sind. Lassen wir ihn nicht weiter warten. Dann wollen wir mal. Willkommen, Herr der Geschenke. Und zwar auf einem flammenden Karagor. Erste Kralle der Hand. Und seine Gefolgsleute. Bestimmt noch die zweite, dritte, vierte und fünfte. Ihre Mitstreiter platt. Karagor, er kriegt dadurch einen Boost. Er hasst auch Karagor, kriegt auch einen Boost. Wunderbar. Dann legt los, Kinder. So, dann legen wir mal richtig los hier. Auf einem Karagor geht's ab. So. Wollen wir doch mal sehen. Vierte Hand ist schon mal platt. Oh, was war das? Hast Brandwunden, ja, das ist natürlich weniger gut. Die zweite Hand ist tot. Die zweite Kralle, so. Wie, er flüchtet oder was? Jetzt. Nein! Was ist denn das? Ich bin ihm doch bloß hinterher. Ich wollte ihn doch bloß platt machen. Naja, dann machen wir das Ganze nochmal. Ich bin gekommen, Herr der Geschenke. Und zwar auf einem flammenden Karagor, wie bereits erwähnt. Genau, die erste Kralle. Hoffentlich passt das jetzt besser. Ihr hasst alle Karagor, das wissen wir. Es war eine Ehre.
Versuche, dem Turm zu dienen. Ja. Für das, was du ihm angetan hast, werde ich deinen Kopf auf dem schwarzen Tor aufspießen. Na klar. Oh, jetzt wollen die alle erstmal was erzählen, oder was? Ich glaube kein Wort davon. Hast auch Karre gehört. Ja, das wissen wir. So. Hier sind zu viele. Ich sehe gar nicht durch. Hallo? Okay, ich glaube, ich sollte mal mir ein Kräutlein suchen. Krütli. Sag mal. Juh, die fünfte Hand ist schon mal hinüber. Seht ihr auch noch was? Ja. Untergang. Untergang der Menschen. Na, wir werden sehen, Freundchen. Oh, okay, den können wir, da können wir nicht überspringen. Die erste Kralle der Hand ist schon mal platt. Okay, ein wildes Durcheinander hier. Dann komm mal her hier. Krakatul. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. So, den räumen wir jetzt erstmal kurz mit Pfeil und Bogen ein bisschen auf hier. Die stören hier nur. So, das war die dritte Kralle. Vorne haben wir noch einen mit... Oh, immun gegen Feinkampf. Er auch noch, ne, selbstverständlich. Ach ne, das sind ja unsere. Hoppala. Wollen wir denn hier noch hin? Waren noch nicht schon alle, oder? Hm, scheinbar doch. Ach, wir sammeln aber noch Runen ein. Komm, wenn wir jetzt hier einmal sind. Es wird so enden, wie es begann. Mit Schatten und Flammen, die auf das schwarze Tor fallen. Ach, egal. Der Hammer und der Turm sind tot. Sauron ist noch immer schwach. Ohne die Macht des einen Rings oder der des Ringmachers kann er keine Gestalt annehmen. Er bleibt in Mordor gefangen. Dort ist er nicht mehr als ein flammendes Auge, gebunden an seinen dunklen Turm. Und endlich kann ich sterben. Niemand wird mich rächen. Ach, komm, hoch mit dir. Ist die Leiter? Ja. So, hoch. Fähigkeit können wir noch freischalten. Ach, machen wir das einfach. Um der Fähigkeit willen. So. Da haben wir nochmal eine Leiter. Und dann sind wir gleich oben. So, mal gucken. Geschenk für dich.
Uiuiuiui. Talion, mein Liebst, wir werden bald zusammen sein. Die schwarze Hand Saurons ist tot. Die Ufer dieser Welt rufen uns. Dies ist nicht länger unsere Schlacht. Ich wollte ihn bekämpfen. Es ist nicht möglich. Kannst du wirklich ewig mit dem Wissen ruhen, dass du ihn hättest aufhalten können, aber es nicht getan hast? Zeit ist reif für einen neuen Ring. Tja, das war Mittelerde, Mordors Schatten. Es hat mich sehr gefreut, dass du zugeguckt hast. Es ist, wie gesagt, ein richtiger Favorite-Titel von mir. Mir hat es wieder mal Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hatte es vorher auf PlayStation gezockt gehabt, war jetzt natürlich eine kleine Ungewöhnung auf Tastatur, Maus, ging aber in Ordnung, glaube ich. So oft sind wir gar nicht gestorben. Ich weiß nicht, einmal? Ich glaube, ne? Ja. Gut. Okay. In dem Sinne hoffe ich, dass du bei dem nächsten Let's Play auch wieder dabei bist. Ich glaube, ich werde mal vielleicht Assassin's Creed oder so mal schauen. Ja. Und du bist jederzeit willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich. Lass ein Abo da. Wenn du schon hast, dann vielen Dank. Und ich würde sagen, bis später dann. Tschüss. Ahoi.